Hallo miteinander und willkommen zurück zu Shadow Empire mit Torin Gent. So, ich denke, dass wir mit dem Zug, glaube ich, waren wir durch. Naja, zumindest haben wir keine Punkte ausgegeben. Wir haben fast kein Geld mehr. Was vielleicht auch problematisch werden könnte. So, dann verkaufen wir Treibstoff. Roger that. So, ich denke, wir müssen jetzt mal auch dieses Public Funding einführen in den Städten. Zumindest mal in der Hauptstadt ein bisschen runterfahren. Dass wir da ein bisschen was rausbekommen. Das wäre so schlecht nicht. Wasser können wir sogar auch verkaufen. Interessant. Essen behalten wir mal. Metall natürlich auch. Okay. Ja, vielleicht mal schauen. Vielleicht können wir nächstes Mal noch mehr verkaufen. Habe ich dich schon bewegt hier oben? Ja, habe ich. Gut. Gut, ja, was jetzt machen mit 1168 Industriepunkten? Eigentlich ja am besten mehr Industriepunkte bauen. Mehr Bürokratiepunkte. Die ja noch weiter ausbauen, auf Level 2 vielleicht. Wie viel haben wir denn hier an Arbeitern momentan? 4800, aber wir haben vielleicht noch Platz hier. Ja. Es können noch mehr Arbeiter kommen. So, also wir werden mal kurz noch mit dir hier callen. Also, die Befehle für die Zone. Ja, also jetzt müssen wir hier mal ein bisschen zurückfahren. Das hat uns zwar sehr viel, schnell, also sehr lange sehr viel gebracht. Wir müssen auch ein bisschen jetzt Einnahmen noch generieren. So. Arbeiter sind höchst zufrieden hier immer noch. Wenn ich es jetzt reduziere wieder, dann werden sie wieder unzufrieden. Elektroden pro Zug, mal auf 1000 hoch, Skrimmissen pro Zug auf 400. Reduzieren wir hier die Sign-Up-Boni, dass sie nicht ganz so viel extra bekommen, wenn sie uns sich uns anschließen, so rum. Okay, also, können wir hiervon noch was spielen? Ja, die Credits-Karte. Wir werden es mal machen, tatsächlich. Den Bankerfreund quasi hier anrufen. Wir haben noch sehr viele dieser Tati-Gems hier, also wir könnten. Erstmal können wir hier nochmal. Das ist Unrest. Rebellion ist gefährlich. Und das hier wäre halt auch, ja. Wenig gut für den Anfang. Für den Moment, besser gesagt. Ja, ansonsten, wir können ja auch ganz normal die Punkte sparen, so ist es nicht. Wir können auch hier schon mal die Straße weiterbauen. So hier eine Sealed Road. Und dahin, jetzt dahin. Ja, ich meine, so meinte ich eigentlich, so. Und hier. Wahrscheinlich ist es nach oben fast eigentlich wichtiger. Das war der falsche Knopf, um sich zu bewegen. Gut, dass wir überall noch mehr Öl gefunden haben. So, so, so. Ein bisschen was ausgegeben. Ja, wir könnten es tatsächlich auch sparen, um einfach. Warte mal, ist jetzt eigentlich dein. Hast du gar nicht angefangen, ne? Doch. Ist fertig. Ist alles fertig. So, das heißt, hier ist eigentlich alles dann auch in Butter. Und ja, wir könnten eine Rail jetzt nach Bags oben bauen, aber die haben ja noch Probleme momentan, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz entsinne. 6,6 Züge davon. Ja, die Arbeiter sind ja momentan noch das Problem. Wir werden da jetzt natürlich nach und nach mal welche hinschicken. Tisch könnten wir einfach irgendeine unserer Truppen auflösen und sie dort oben ansiedeln als Population. Verlierst aber keine Leute. Nee. Und das wird ja mit der Zeit, das löst sich alles von alleine auf, hoffentlich. Ja, und was wir jetzt tatsächlich nach und nach machen werden, nicht bei der Miliz natürlich, aber bei unseren regulären Brigaden, da werden wir, ich glaube, der war noch nicht fertig, der neue Artillerie-Gedöns, das neue Artillerie-Modell. Ja, das habe ich wieder völlig vergessen, das zu sagen, aber beachtet bitte, dass sich der Plan, der Programmplan verändert hat. Ja. Sie ging die Behauptung, dass ich vielleicht sogar mal 2 Folgen bringen könnte pro Tag. Kommen jetzt auch nochmal die Woche Sachen auf uns zu, die ich auf jeden Fall bringen möchte auf dem Kanal.
Nämlich die Total War. Neuer Warhammer 2 DLC kommt ja raus und ja, eigentlich sollte ja Total War mittlerweile konstant laufen, genauso wie ein Paradox-Spiel mal konstant läuft. Deswegen, ja, wenn wir das nutzen, um ja, Total War wieder reinzunehmen ins Programm, wird es erstmal einen Livestream geben am Freitag. Aber naja, die Zeit die geht halt ne, eben dann dafür drauf und es sollen ja nicht zu viele Serien sein. Kann sich eh keiner angucken, alles von euch, also ja. Wird aber weiterlaufen, wie gesagt, obwohl, ja, es halt eigentlich besser wäre, aufzuhören und ein neues Spiel mit einer neuen Version zu starten. So, genau, also so das Arms, 2, 3, 4, die AG ist das ja hier, ja, die auf 3 und die auf 4. Der Roller ist ja auch schon fertig. 68, 68. Okay. Der Main Tank hat 132, 66 gegen Soft und ist halt gegen, tatsächlich gegen Hard Attack. Hab ich dir eine? Ah, tatsächlich, ich hab dir sogar eine halbe Velocity gegeben. Naja, stimmt, ich erinnere mich. Ich glaub's zumindest. Na, du bist ja nicht der Medium Panzer, bist nicht der Heavy. Ja, der Heavy knallt wieder einen Hauwitz da drauf. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir könnten theoretisch dann auch die Abraham-Jungs hier mal verbessern mit den Sidescores oder so. So, was ich mal sehen wollte, ist, ne, wir haben keine bessere Artillerie. Das entwickeln wir ja gerade noch, glaube ich. Kann das noch warten. Ja, aber ich glaube, ihr alle hier. Ich glaube, ihr habt auch schon. Also ehrlich gesagt, ich befürchte, ihr habt tatsächlich noch nicht Combat Arm oder sonst mehr HP, aber das ist schon okay. Also was halt wichtig ist, dass wir nach und nach, und das werden wir halt alles tatsächlich hier von Hand machen. So. Dann. Was fehlt uns? Rate how many 300? Wahrscheinlich fehlen uns einfach Kost per 100, ja. Wir haben genug Metall, wir haben genug davon. So, jetzt muss ich natürlich anklicken, ne? Da ist auch die logistischen Kosten, die sind jetzt hier mal angezeigt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es wäre fast besser, wenn die irgendwo hier oben eigentlich angezeigt worden würden. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich die sonst nachschauen kann. Na gut, wissen wir das zumindest schon mal. Also, das wird jetzt halt dauern. Das ist halt der Preis dafür, dass wir da so, wir könnten das auch organisch machen. Jetzt lasse ich mal. Hier, Replace Troops. Nein, nicht das hier. Sondern. Transfer between Units. Nein. Hier müsste es irgendwo drin sein. So. Also, College Levels of Troops and Equipment for Unit. Low Quality Tolerated. Genau, und Regular is allowed. Ja. Lass mal kurz ab. Sollte jetzt nichts ändern tatsächlich an den Sachen, ja. Das ist aber noch nicht alles, was wir brauchen. Change HQ. Ja, es ist momentan immer noch das Supreme HQ natürlich. Also wir könnten dich darüber setzen. Ihr seid, die sind schon voll diese Brigade-Akkus, aber das würde ja keinen Sinn machen, ja. Und hier, ich könnte dich sicher als. Ernsthaft, ich könnte dich als ganze Brigade upgraden zu einem Core. Oder zu einem Motorisierten zum Beispiel. Das wäre ja eigentlich. Halt. Nein, Moment. Moment mal. Upgrade Formation Type. Ja. Ich habe zwei unserer Types einfach so abgegradet. Aber das ist okay. Ja, wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht zu Kurs gemacht. Oh Gott, wir haben sie zu Kurs gemacht, oder? Ja. Halt! Ich meine, es wäre schon gut. Einen Core zu haben. Aber
mit den Dingern hier gerade gar nicht klar, welches ist das? Motorized Heavy Siege, ihr seid noch normal. Also ihr seid nur motorisiert. Die fehlen halt noch, die werden noch gebaut. Dann hier. So, dann graden wir euch mal kurz down. Okay, so, jetzt ist das wieder eine Brigade. Richtig. Und du wirst jetzt auch nochmal downgegradet. Das ist ein Light Infantry Corps. Quantity, Upgrade Troop Quantity. Downgraden. Okay, ich glaube, das funktioniert ja anders, als ich dachte. Longer information, da many extras, that will be after target will be removed from HQ. Okay, ja. Ja, also das ist trotzdem eigentlich ganz gut hier, eigentlich. Abgesehen davon, dass wir jetzt die Leute dafür haben. Aber das wird ja dann mit der Zeit. Jetzt sind das alles Cores. Wieso sind das alles jetzt Cores geworden? Holy shit. Naja, wir werden ein paar Rekruten brauchen. Naja, ist ja kein Problem. Könnte auch jemanden disbanden. Would you like to see to start disbanding? Ja, also ehrlich gesagt, jetzt werden wir einen von euch tatsächlich dann auflösen. Die zweite Infanterie. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. Ich meine, ganz ehrlich, ich muss jetzt diese ganzen Sachen jetzt einmal ausprobieren hier. Wir haben gerade ein bisschen Ruhe. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, ja, disband. Start disband. Genau, die ist ausgewählt. Ja, das ganze Equipment und so weiter, das kriegen wir ja alles wieder. Genau, und dann können wir das einsetzen, um. Also du bist jetzt. Kommando des dritten leichten Infanteriekorps. Nein. Under control, ja, das ist okay. Also das ist die HQ-Geschichte. Okay. Ja, wir haben Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut, aber das ist schon okay. Ja, wir können das alles noch retten. Und dann sind diese ganzen Truppen ja auch etwas stärker. Das ist super. Ihr seid bestimmt jetzt auch. Wenn ihr jetzt noch eine Antwort gerade, das ist super. Auf Heavy Machine Infantry. Aber bist du hochgegangen? Obwohl ich eigentlich den ausgewählt habe. Ich glaube, ich habe mich einmal noch total verklickt oder so. Das kann natürlich sein, ne? Die Brigade ist auch noch eine ganz normale Infanteriebrigade. Okay, ja, Entschuldigung für die Verwirrung, aber muss sowas auch mal ausdiskutieren, ja? Jetzt ist die halbe Folge steht auch voll mit Quatschen über, ja, das fälschliche Auflösen von Einheiten. Ja, obwohl wir eigentlich was anderes machen wollten. So, ihr hier. Zack. Upgrade. Jetzt haben wir natürlich keine Logistikpunkte mehr, weil wir hier Schabernack getrieben haben. Okay, wenden wir den Zug. So. Nichts mehr wissen. Das Bittere ist eigentlich auch da im Norden. Das ist eigentlich der Ort, an dem wir. Okay, es gibt noch was Bitteres, ne? Der Tag, an dem wir hier ein durchtunneln müssen, hier mit der Straße. Der wird dann vielleicht kommen irgendwann. Es wäre schon gut, sage ich mal. Aber, boah, das wird teuer. Glück haben wir mittlerweile ja so viel Industriepunkte Produktion, dass wir uns durchaus auch diese ganze Umrüstung zu mechanisiert leisten können. Das hat mich total angekostet, dass wir da die langsam unterwegs sind. Okay. Ja, die greifen an. Das ist unsere Einwahlmiliz hier, die wir noch vom Anfang haben, von diesem Außenposten, den wir da eingenommen haben. Oder? Okay, nee, das waren tatsächlich ihre, die verloren wurden, glaube ich. Ist
Strength of the Will haben wir jetzt. Okay, die Stärke des Willens und AG2 ist fertig. Eine massive Kanone. Wir müssen mal gucken, wie stark die jetzt ist. Und right in Richter Slope haben wir einen Silo mit Credits gefunden. Troops von Hidden Treasure near Wurzbach. Auch noch. Neue Maschine. Oh, Entschuldigung, da muss ich ganz schnell pausieren. Wegen dem Nisa. So. Maschine, die haben wir gefunden. Ja, das ist halt das natürlich wieder das neue Areal, was wir erobert haben. Müssen wir erstmal erkunden. Hier neue Strategiums. Genau, das wurde ja gesagt, dass das halt Karten sind. So, ja. Hätte das auch anders gestalten können, dann würde es den Leuten wahrscheinlich gar nicht so auffallen, dass es eigentlich, ja, es ist ja quasi aus dem Brettspiel übernommen sozusagen, ja. Aber ja, muss einem nicht gefallen. Mich stört es überhaupt nicht. Ich fand bei diversen AGO-Spielen auch die Systeme mit den Karten eigentlich super. Also, weil da der Kommentar kam. Es sind einfach im Prinzip sind es einfach nur Events, ja. Events, die man auslösen kann. Okay, bürokratische Punkte. Bürokrats, Santis, Deliver, Force Relocation. Was macht das denn? Roundup, Barbaric Refolk, from the County Side, and Force and Trickhead. Ah, okay, wir könnten Zwangsverlegungen machen. Umsiedlungen. Wir haben eine Friedenskarte, die wird uns vielleicht auch mal helfen. Und einen talentierten jungen Mann können wir wieder rekrutieren. Können wieder versuchen, einen Spion loszuschicken. Und auch Stern nochmal versuchen zu erhöhen. Ja, man kann das ja mit der Religion, mit diesen ganzen Business, das kann man alles ausschalten. Das habt ihr gesehen am Anfang, auch die Corporation kann man ja ausschalten. Ja, das mit der Religion ist irgendwie so, keine Ahnung. Ah, ja, Simon hat jetzt ein paar Sachen hier mehr im HQ, also noch mehr rumstehen. Oh boy. Wegen der noch nicht vollständigen Auflösung. Sind noch nicht fertig, die Jungs. So, jetzt gehört uns das hier hinten auch noch. Da ist ja dieses Cargo-Ship noch. Was bringst du uns genau? Forschungsboote. Super. So, Midvale ist... Ach, da haben sie eine Dome-Farm gebaut. Ach ne, das ist sogar ein privates Asset. Ja, klar, warum nicht? Ja, dann in Dingens hier selbst. Wird ja alles noch schön repariert. Da waren ja auch Parks und alles schon. Die Leute sind bestimmt ja, nicht so wirklich glücklich. Aber wir können jetzt hier mal nicht das machen, sondern hier, wir haben ja nochmal so eine Karte bekommen, mit der wir den Unrest reduzieren können. Muss sie natürlich nur finden. Geld der Miliz geben. Mehr Arbeiter ranholen wäre auch eine Idee. Vielleicht haben wir überhaupt genug. Ah. Okay, okay. Wir können auch noch das Volunteer-Ding machen, dass wir Rekruten bekommen. So, count them down. Nicht auf Ergmont, sondern auf. Hätte ich das Lob? Yes. Und das ist so minus zu runtergegangen, gut. Ja, Hightech-Walls ist halt... Ja, wobei, Metalle wären ja so schlecht nicht. Will eigentlich nur nicht an irgendwelche... Ja, das werden wir jetzt nicht machen. Können Boomtown spielen. Das wäre auch noch super. Mehr Leute. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist Volunteer Drive. Difficulty 100. Advisor Tatchet Victor nicht wollt. Ach ja. Sie ist halt noch nicht wirklich gut. Das ist auch ein verdammt schwerer Wurf, ehrlich gesagt. Es sind halt 20 drüber. Beziehungsweise sie haben einen, ja. Ja, genau. Knautschzone von 20. Okay. Haben wir Mission to Expel andere Subjects? Das könnte man auch machen, um Unrest zu reduzieren. Was selber Spaß quasi. Ja, bleibt eigentlich nur Boomtown zu spielen irgendwo, wo wir es brauchen. Ich würde sagen, wir brauchen es ja am ehesten in Bags.
Niendorf verlässt. Leuten verlassen. Was passiert hier? Luxury Private Economy attracted extra free folk. Trant rekrutiert. Ah, Leute, die nach Bags emigriert sind. Okay. Ja, da. Oh mein Gott. War das gerade? Wow. Es gibt eine Menge Arbeiter hier. Eine sehr, sehr große Menge Arbeiter. So hire, never fire. Richtig. Aber es ist wichtig, dass wir mehr Arbeiter bekommen, weil wir diese Mine hier bauen wollen. Ich werde sie sogar. Sie ist zwar eigentlich zu weit weg. Aber es ist die einzige Metallmine, die wir gefunden haben. Deswegen. Ah. Construct. Mining. A Metal Mining Facility. Ah, Moment mal. Hier. Das. Ja, wir kommen momentan immer noch nicht weit genug hier. Ja, zu wenig Arbeiter. Ja, wir spielen erstmal Boomtown. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Boomtown auf Bags. Yes, sir. 1.500 weitere Einwohner. Gut. Dann rufen wir hier vielleicht nochmal den. Also es geht eigentlich ganz gut hoch. Also. Eigentlich, dass wir noch mehr hier motivieren müssen. So, Send as Workers. Yes, sir. So, weitere 400 Arbeiter hier. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das dann mit den Truppen hier weiter regelt. So, zweitleichte Infanterie. Jetzt machen wir bei dir weiter hier. Wir sollten ja eigentlich wieder. Ja, eigentlich schon. Was fehlt uns denn? Kommst du Soldiers at Arms 4? Wir haben genug Soldaten. Das kostet 12 und wir haben nur 2 Logistik momentan hier. Ja, hier gehen irgendwie komische Sachen vor mit der Logistik. Liegt das irgendwie an den. Wenn hier wird natürlich jetzt massiv transportiert wegen der Rail, das ist klar. Aber. Lässt euch auch eine Rail hier hinbauen? Oder. Beziehungsweise, warte mal, wir müssen erstmal diese Zone hier vergrößern. Vielleicht liegt es auch da dann. Weil das alles hier Gent ist momentan. Also. Zone Borders. Halt. Schieben die sich jetzt? Ja. Ja, aber in die falsche Richtung. So, jetzt müsste es passen. Jetzt fehlt mir wieder der Kopierpunkt hier. So. Nutzbar und alles. Das soll alles hier zu uns gehören unten. Weißt du, stimmt, die heute gar nicht kennt, gehört der Stadt hier. Die habe ich ja völlig vergessen. Weil der Typ schon nicht drüber steht. Wir sind jetzt halt ziemlich nah beieinander hier, die Städte. So. Dafür kann er dann sich hier quasi vorwiegend nach unten ausbreiten. So. So haben wir das auch mal geregelt. Hoffentlich. Es wird jetzt halt hier eine Menge rüber. Eigentlich sollte er nach oben gar nichts mehr liefern, aber. Ja, also hier noch die Rail Stations tatsächlich überall bauen, ist glaube ich auch ein nächstes Ziel. Wir verfolgen werden. Okay. Heißt. Ja, wir sehen den Typ hier tatsächlich noch nicht mal. Hier oben ist es eigentlich nicht viel besser. Hier fehlen uns halt die Leute momentan.
Genau, du sollst ja die Insel für uns einnehmen. Das ist halt echt ein, ja. Zeitrennen, wenn ich ehrlich bin, wer das mal das Territorium noch abbekommt. Gehst dahin, du kannst dahin, du kannst dahin. Bitte sagen wir, den einen umzingelt, was auch immer das für einer ist. So, und wir müssen definitiv hier direkt nach unten der Straße bauen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Es klappt ja auch so schon alles sehr gut hier mit der Versorgung. Möchte ich trotzdem noch weiterlaufen. Bis zum Ende der Karte. Bis zum Rand der Karte zumindest. Okay. Zeigen wir mal ganz schnell die Assets hier in der Stadt. Ich kann es auch. Es gibt natürlich, ich habe sie auch schon gekauft, aber uns fehlt hier halt, naja, die Arbeiter fehlen uns hier. Nee, gar keine Arbeiter. Ich meine, das steigert sich alles jetzt, na, aber wir sind halt immer ein Zug quasi hinterher. Okay, so, da ist auch der Blaue schon. Der uns jetzt echt, der will uns echt hier wegcutten, ne? Durch die Berge. Ist ja einer der wenigen, der hier gut unterwegs ist. Ich meine, immerhin könnte es ja relativ gut verteidigen, wahrscheinlich hier. Wie machen wir das? Ja, du bist ja zumindest motorisiert. Das heißt, du kannst auch mal hier oben, dann versuchen wir hier noch möglichst viel einzunehmen. Auf der linken Seite. Ja, schon so schlecht nicht, dann ich hier darüber. Ah, das ist die unabhängige, das ist Xops Einheit, die hier aufgelöst wird, wenn wir uns nicht ganz irren. So, unsere Kampfwalker können auch hier rüber, die können helfen bei den komischen Typen hier. Du gehst in die Stadt rein. So, du bist auch du bist Duke Arcturus. Du bist der hier. Okay, also ihr kommt auch nach Westen, oder? Ja. Eigentlich ja die... Ach, wow. Sentinels sind das. Zu wem gehören die eigentlich? Xafanian Territory. Leadership Unknown. Ich habe gar nicht kennengelernt so richtig. Das sind also keine Marauder, sondern hier tatsächlich nochmal jemand, der hier wohnt. Also hier sieht es aus, als sei es hier etwas sein. Zumindest eine kleine Menge Ruinen. Okay. Schießen können wir natürlich jetzt noch nicht. So. Du gehst da auch rüber. Du gehst da rüber. Du gehst da rüber. Eine schöne Mauer hier rüber. Das HQ des 3. leichten Infanteriekorps kommt hier rüber. Ja, das ist ja quasi unser Angriffskorps. Naja, es ist schon okay, ja. Das ist schon super. Jetzt können wir mal kurz schnell noch in die Replacements dann reinschauen. Hätte ich gesagt. Uns fehlt jetzt eine Menge Infanterie, logischerweise. Und hier ist 30 Kilo Missing Zero. Wir haben in der Reserve, alles klar. Ja, die AG ist hier. Kann ich nicht hier drin upgraden, okay. Okay, wir machen das, glaube ich, müsste das automatisch machen zu den besseren, so nach und nach. Weil wir haben ja keine AG-2 gebaut bisher. Okay, dann, ja.
Nutze ich mal hier die vollen 8700. Verteilen wir die mal. Und jetzt gehen wir mal zu den Entscheidungen dann. Gucken, was ansteht. So. Jetzt mal in einer Folge eine Runde gemacht. Oh Gott. Naja. Ja, das Spiel ist ja, wie ihr schon bemerkt habt, durchaus reinziehend und dann vergeht die Zeit auch irrsinnig schnell. Weil man so komische Fehler macht, wie ein Chor erstellen, wo man ganz eigentlich wollte. Aber das ist okay, wir können damit leben. Secret Service Control. It's without Leadership. Okay, genau, das ist jetzt unsere Spionageabteilung. Dich wollten wir als Commander eigentlich haben. Richtig. Gut, das heißt, wir spielen noch ein Strategium. Haben wir überhaupt noch genug? Also wir können auf jeden Fall einen Jinxen rekrutieren hier. Ja, jedes Mal, ne? Ja, Leader that is capable. Ein guter Geheimdienstmann wäre schon gut. So. Ein guter Leader wäre schon gut. Es ist Madison Red Song. Sieht ähnlich aus. Ist, glaube ich, älter. Zumindest ist das Haar. 60 Jahre alt ist es schon. Sehr intelligent. Ja. Yes. Die alte Dame darf die Spionageabteilung übernehmen. Die Feldoperationen, Spying Operations, Security. Ich lasse es mal so, weil ich keine Ahnung habe, was hier gut ist und was schlecht. Würde ich sagen. Ach ja, genau, du bist jetzt auch fertig. Wir wollten uns das AG2 eigentlich noch angucken. Eigentlich. Ja. Und upgraden sollten wir eventuell. Build upon. Ihn hier. Das Ding haben wir, aber die haben wir noch nicht. Aye, aye, Sir. Da die MGs bestimmt mehr Defensiveinheit sind, denke ich, ist das schon wichtig. Sehr schön, euch da. Wirklich? Die Leute in Reichstadt wollen sich unabhängig erklären? Ja, das schreibt doch nach dem Crackdown, ne? Huh? Yes. 2000 Militante wurden getötet. 24. Gott. Ja, das wird noch richtig witzig werden da unten. Müssen wir wahrscheinlich auch noch taktisch spielen, damit das mal weggeht. Okay, Rogue Doctor in Bags. Ein Arzt, der hier Probleme macht. Der hat eine geheime Praxis aufgemacht. Irgendwo in den Ruinen außerhalb der Stadt. Scheint auch mit unseren eigenen Wissenschaftlern auf nicht offizieller Basis zu kommunizieren und zu helfen. Ah, okay, alles klar. Also er ist zwar hilfreich, aber seine Experimente sind jetzt, sag ich mal, jetzt nicht so astrein, ja. Was machen wir denn da? Wir werden nichts machen, oder? Ja. Yes, Sir. So. Gottes Willen, können wir denn noch? Ja, wir haben momentan echt ein Problem mit unseren politischen Punkten, so ein bisschen. Habe ich denn irgendwas, was uns noch welche geben könnte? Nope. Ja, nein. Wir haben noch einen ganz kurzen Blick hier übrigens rein. Wir haben ja was Neues bekommen. Mal alles angucken hier, ja, weil gibt es ja eigentlich noch Assault, ganz klar. Ah. Da ist eine Möglichkeit, dass ich das Mobile Shield, Kettenwerfer, ICBM Launcher. Ja, übrigens auch interessante, was am Rande, ja. Also ich hoffe, dass da noch, es gibt ja keine Luftwaffe, es gibt auch keine Schiffe. Es wäre schon cool, wenn es die auch gäbe. Also wenigstens eine Luftwaffe wäre halt schon, weil erleichtert das alles irgendwie so ein bisschen, aber ja. Schwierig. Monitor Tank. Wow. Muss irgendwas richtig Großes sein. Ja, und hier die Walker. Robotische Infanterie gibt es auch noch. Wir haben noch nicht mal Bazookas entdeckt. Wir haben auch keine Anti-Tank-Kanzler. Wenn wir einmal mit Tanks kommen, sind wir halt tot. Aber egal, ne? So, wo ist es denn, was wir bekommen haben? Ah, hier, die Autocracy.
Sind wir jetzt die Bunkerbuster? Ah ja, und die erzwungene Relokation von Siedlern. Kultur Power Site, du bist auch noch mit drin. Service Council sortiert uns. Okay. Oh, ah, okay. Beim Feind quasi Ambitionen schön, damit die Polier bekommen. Rebellen unterstützen quasi. Aber gut. Ja, das ist ein langer Zug hier, dieser zweite. Auch vermutlich. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut und hoffe ich bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Ciao, ciao. Euer Tollen.